haben dann den Ballbesitz, aber die Hoffenheim ist jetzt gut nach der Grundlinie. Da ist Dabur, der kann den Ball erstmal sichern, zieht sich am ersten vorbei, ist jetzt auf Peter Kühn, und da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor! Ja, Mann! Wie wichtig ist dieses Scheiß-Tor, bitte! Nochmal 50 Liter rum drauf, bis sie wieder Stimme haben! Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, was hier abgeht. Der Torschütze Kramaric, der den Ball aus 3 Metern nur noch einschieben musste. Riesenaktion auch von Jonas Dabur, der den Ball sich da erkämpft. An der Grundlinie, den ersten Aussteigen lässt, die Grundlinie dran geht bis zum 5-Meter-Raum und dann einfach reinlegt. Und Kramaric steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Und dann lässt er sich nochmal extra. Hat das Trikot ausgezogen. Trikot ausgezogen, ist natürlich die gelbe, aber scheiß auf die gelbe. Die ist jetzt die unwichtigste gelbe Karte oder vielleicht die wichtigste in der ganzen Saison. Und ja, das 3:1 ist unfassbar wichtig. Das ist so extrem wichtig, dass er den macht und wie er den macht. Es ist einfach nur geil, dass wir in der Lage sind, diese Spiele zu gewinnen. Das ist so scheiße wichtig, das wichtigste Spiel neben dem Hertha-Spiel, neben dem Frankfurt-Spiel, dass wir da sind und zu Hause mit eurer Unterstützung eben auch, ob an den Radiogeräten oder hier in der Arena. Die Jungs merken das ja, wie der Support da ist. Und ja, jetzt spielen die anderen zwar nicht mehr so richtig für uns. Bochum hat ausgeglichen. Dann müssen wir dann gleich noch mal in die Rechnung gehen, ob das jetzt schon reicht für den Klassenerhalt oder was dann noch passieren muss. Aber ja, Union Berlin, Hoffenheim, das Spiel ist heute durch. Da lege ich mich fest. Union macht maximal nur noch ein Tor und das ist uns dann auch Bums. 2 werden sie nicht mehr schaffen, also das wird eng. Aber Union ist jetzt noch mal im 16. Ah, wir sollten das nicht zu wörtlich nehmen, aber erstmal geklärt da wieder von John Anthony Brooks. Und der Ball ist auf der linken Seite. Neben den 16er Flanke kommt noch mal rein und dann ja, haben sie auch noch das Pech, springt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Behrens knapp am Ball vorbei und der Ball geht durch ins Tor aus. Jetzt wird's auch nicht mehr lange dauern. 6 Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf. Davon ist aber schon eine halbe Minute runter. Also 4,5 Minuten, das Stadion steht. Jetzt gilt es hier alles nochmal zu leisten. Die letzten Minuten, keiner kann mehr laufen, keiner. Alle wollen die Saison vergessen, so schnell wie möglich abhaken. Aber das geht eben nur heute über den Dreier. Und dem sind wir ganz nah. Genau, Olli Baumann. Heute sind für mich alle ein bisschen Bäcker. Olli Baumann mit dem Abschlag und da holen wir nochmal den Eindruck raus auf der rechten Seite. Auch Richard Krümmel, Ex-Berliner, da jetzt mit Kämpfen. Und ja, wir haben natürlich jetzt Zeit. Jeder Ballbesitz bringt wichtige Sekunden. Winole Becker beim Einwurf hat natürlich viel Zeit, wird jetzt Dabur an. Jetzt der Ballverlust, Behrens, da muss nochmal das V kommen, hat noch mehr geklärt. Da vorne Kabak, Einwurf für Berlin, schnell ausgeführt in den Lauf von Jordan Richtung Grundlinie. Stoppt er den Ball erstmal ab, wirft nochmal wieder ein bisschen zurück, weil er ist für Geraldo Becker. Der sucht das 1 gegen 1 gegen unser Becker, macht er gut. Können wir am ersten Beispiel ins Zentrum, aber zu ungenau. Erstmal geklärt von Eisen Ermin und zweiter Ball bleibt bei den Berlinern. Der rechten Seite. Kubicki ist da letzter Mann, spielt nochmal rechts raus. Wieder zu Jordan. Der sucht das 1 gegen 1. Flank nochmal gefährlich in die Mitte. Da kommt nochmal der Kopfball. Kommt der Ball weg! Von Lebeling war es mit der Flanke und Jordan mit dem Kopfball. Worum war es? Aber der Kopfball zu ungefährlich. Geht ins Tor aus und Abstoß für Olli Baumann. Ein Blick schon mal auf die Tabelle, wie es aktuell ist. Also die Live-Tabelle, da haben wir jetzt 3 Punkte Vorsprung vor Bochum. Aber die haben es deutlich schlechter zu haben. Wenn ich Stuttgart kann natürlich noch gewinnen, hat dann auch ebenfalls 3 Punkte Rückstand auf uns.
Und die haben jetzt nicht so ein ganz beschissenes Torverhältnis. Aber wie gesagt, wir müssen ja nur einen von den beiden hinter uns lassen. Und das sieht alles sehr, 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 sehr nach Klassen aus. Da müsste mich was ganz Krankes uns passieren in Stuttgart. Ja, ja, also da müsste wirklich komplett zweistellig untergehen. Und seinerseits müsste Bochum auch irgendwie gefühlt zweistellig gewinnen. Also das Torverhältnis ist unterirdisch. Des VfL mit minus 35 und wir sind bei minus 9 aktuell. Also das passt doch alles. Jetzt nochmal ein Freistoß aus dem Halbfeld von der Mittellinie vorne rein. Ja, der bleibt nochmal in Berlin, aber der 16er Kante, da wirft sich aber nochmal dazwischen mit dem Bauch. Ich glaube, Brooks, der bleibt dann da liegen, Ball ist immer noch in der gefährlichen Zone. Und da kommt der Ball nochmal und dann ist der Ball auch nochmal drin. Jetzt steht es hier auf einmal nur noch 3:2. Ich werfe mal einen Blick auf die Uhr. Es sind immerhin noch anderthalb Minuten. Jetzt haben wir uns fast schon ein bisschen zu früh gefreut. Es ist noch knapp ein bisschen mehr als eine Minute zu gehen. Vielleicht auch noch eine Minute mehr durch jetzt das Tor. Während zwei Hoffenheimer Spieler am Boden liegen bleiben. Einmal Brooks, der sich da in einen Ball reingeworfen hat und noch ein bisschen in den Magen bekommen hat. Und ich glaube auch Sebastian Rudi lag da kurz am Boden. Der steht mittlerweile immerhin aber wieder. Da was ins Gesicht bekommen, während Brooks da immer noch liegt. Und ja, die Zeit wird ja auf jeden Fall oben drauf gepackt. Also, ja, also noch so bin ich durch. Auch wenn es jetzt erstmal eine kleinere Verletzungsunterbrechung gibt und die Hoffnung hier nochmal durchschnaufen können, sich nochmal sortieren können. Und ja, also das müssen sie jetzt einfach über die Zeit bringen, die letzten, ja, vielleicht noch eine Minute, vielleicht ein, zwei Angriffe der Berliner irgendwie noch überstehen. Vielleicht nochmal einen Foul ziehen, vielleicht nochmal einen Einwurf rausholen. Alles, was Zeit bringt. Hauptleiter diskutiert ja vor uns dann nochmal mit dem Schiedsrichterassistenten. Während Brook sich jetzt so langsam wieder aufrappelt, da am eigenen Fünfer. Mal ein bisschen Gesprächsbedarf mit Christian Dingert, der hat sich auch nochmal ins Ohr gepasst hat, aber wenn ich seine Gesten richtig deute, hat er da schon Kontakt gehabt und zeigt auf den Mittelpunkt. Also das Tor wird auf jeden Fall zählen, auch wenn hier uns in der Videowand noch Videoassist angezeigt wird. Aber das wurde bereits entschieden. Tor zählt auf jeden Fall 3:2. Kramaric jetzt mit dem Anstoß. Bicakcic nur noch langes Holz nach vorne und versuchen irgendwie den Ball festzumachen. Jetzt aber legt der lange Ball wieder zurück. Da ist erstmal Hoffenheim mit Brooks. Der kloppt das Ding wieder in die Hälfte der Berliner. Ich finde es gut, dass Dabur nachsetzt. Und zieht das Foul. Ja, okay, passt. Aber zumindest ein paar Sekunden hat es gebracht. Ja, Dabur sagt, ey, der Ball muss aber woanders hin. Schießt den Ball weg. Kriegt die gelbe Karte dafür. Nimmt er gerne in Kauf. Jetzt der Freistoß. Von Rino schnell ausgeführt, auch wenn sich alle aufregen. Ball kommt der Mittelfeld runter, Rudi unterläuft, aber Brümmel wirft sich da mit allem rein. Kramaric Richtung Dabur, aber der vergisst den Ball und steht auch im Abseits. Lässt er weiterlaufen? Nee, lässt er jetzt dann doch. Finde ich gut, das ist gut aus unserer Sicht, dass er es doch noch unterbricht. Jetzt wird noch ein zweiter Ball reingeworfen, also jetzt versucht Hoffenheim doch nochmal mit allen Mitteln hier. Aber ich glaube, der Ball kam noch fast von der Tribüne, also keine Ahnung, wo der herkam. Aber vielleicht der im VIP-Bereich gelandet war vorhin. Ja, genau, der VIP spielt auch mit. Also alle versuchen hier den Sieg irgendwie über die Bühne zu kriegen. Jetzt ist noch einer von der Bank gelb, keine Ahnung, wer es war, vielleicht war es noch einer von der Bank, den Ball reingeworfen hat. Egal, wahrscheinlich kommt jetzt das letzte hohe Holz der Union in diesem Spiel. Der geht hoch Richtung 16er Kante. Erstmal rausgeköpft vom Kabak. Kommt der Dabur noch dran gegen Kedira. Ja, nee, die Unioner bleiben erstmal im Ballbesitz. Aber können sich den Ball jetzt noch erobern? Da ist Rudi mit dem langen Ball Richtung Kramaric. Wenn er den Ball irgendwie rüberlegt mit dem Kopf Richtung Dabur. Ja, Dabur nochmal 1:1. Kann er den Ball nochmal draufschießen? Ja! Einfach
Botschafter für unseren Bulas Dabur. Dieses Publikum, das sich da vorhin aufgebaut hat, diese Wand, den muss er einfach machen. Und den macht er auch eiskalt. Ja, letzte Woche gegen Wolfsburg noch die 1-gegen-1-Situation gegen den Torwart. Etwas kläglich vergeben, habe ich mich noch irgendwie über ihn aufgeregt. Heute in diesem so wichtigen Spiel, und du hast gesagt, vor der eigenen Wand bleibt er cool, schiebt den Ball einfach rechts, flach am Keeper vorbei, und das Spiel wird gar nicht mehr angepfiffen. Es ist vorbei. Hoffmann gewinnt dieses Spiel 4-2 und wird, sage ich mal, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit das war der Klasse halten.